Guten Morgen. Wir sind hier auschecken mit Koffer. Und ja, vielleicht erkältet leider. Ja, bei diesen Temperaturen nicht so einfach. Aber nicht so schwierig. Aber man kann es tun. Das Auto bepacken und dann geht es ab. Als Nordkap. Und bei diesen Temperaturen müssen wir natürlich auch ein bisschen Scheiben kratzen. Ausgefroren. Aber wenn man so das Auto anschaut, ist es kein Wunder, dass alles gefroren ist. Aber es sind milde minus 12 Grad. Aber leichter Wind. Ich sehe es dort an den Fahnen an. Und die Sonne geht langsam, langsam. Kommt sie näher am Horizont. Aber aufgehen tut sie hier nicht. Wir haben heute keinen Sonnenaufgang. Aber es ist mega. Es ist jetzt 9 Uhr. Und es ist noch so dunkel. Also auf der Kamera ist es natürlich wieder heller, aber ja. So. Jetzt Scheiben kratzen und dann fahren wir los. Jetzt geht es ans Nordkap. Juhu! 222 km bis zum Abzweiger. Aber so wie wir jetzt gesehen haben, gibt es heute keinen Konvoi. Wir können einfach so rauffahren. Und wenn es doch noch Konvoi würde geben, wären wir leider zu spät, dann haben wir Pech gehabt. Aber wir hoffen jetzt noch, dass es klappt. Ja. Let's go!
So, wir sind schon ein gutes Stück hochgefahren. Es ist 10 vor 1. Es ist schon wieder sehr dunkel. und jetzt kommt der Nordkap-Tunnel. Das geht, ich glaube, 9 km lang ist das Ding und geht etwa 300 Meter unter dem Meer durch. Dann fahren wir rüber auf die Nordkap-Insel, weil die ist ja nicht mehr auf dem Festland. Ja, und dann ist es nicht mehr weit. Ja, jetzt geht hier das Tor auf. Wenn du kommst, geht's fahren, geht das Tor auf, dass es nicht durchzieht. Und dann wird es eigentlich grün werden und dann kann man durchfahren. Voilà. Das ist dann gut gemacht. So, ab in den Nordkap-Tunnel. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, also das Schild vor dem Tunnel hat nicht gelogen. 9% gefällt. Das geht jetzt ordentlich runter. Es ist schon sehr neblig. Auf dem Navi sind wir noch nicht unter dem Meer, aber wir fahren jetzt Loch ab. Ich kann ordentlich Strom rekuperieren. Den brauchen wir den Dänen wieder zum Rausfahren. Und es sind nicht 9 km Länge, sondern knappe 7 ist das Tunnel. Ich habe etwas mit 9 im Kopf gehabt, aber das ist das Gefäll. Also geht mit 9% runter und einen nachher mit 9% wieder rauf. So, jetzt seht ihr hier auf dem Navi, die Beidseitig vom Strich ist blau. Und ich merke es auch, wir sind schon fast unten, es steigt es dann wieder an. Jetzt sind wir unter dem Meer. Das ist alles Wasser, das man hier auf dem Navi sieht. So, jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder bergauf, und zwar ordentlich. Das Auto hat zu kämpfen. Man sieht hier, er ist von der Drehzahl her ziemlich im höheren Bereich. Das Blaue ist das. Das ist fast ein Maximum-Dreiter. Ja, Tempomat 90. Jetzt können wir ein bisschen Strecke machen. Hier ist nicht gefroren und so. Und das geht jetzt ordentlich rauf. Ja, jetzt ist er fast ein Maximum vom Motor her. Der hat zu kämpfen. So, wir sind aus dem Tunnel draußen. Und jetzt geht das Tor hinter uns wieder runter. Macht das Tunnel wieder zu. Und wenn der nächste kommt, erkennt das und dann geht das Tor wieder auf. So tut man gewährleisten, dass nicht, wenn es kautet und schneit, dass dort das Tunnel gefüllt wird mit Schnee. Jetzt kommt der Abzweiger links rum und dann haben wir die letzten 14 km vor uns. Das passt sogar mit dem Navi über uns. Navi sind 13 km. Die Barriere ist off, es kommt noch eine Gare entgegen. Oh, wir haben es fast geschafft. Jetzt kommt also schon ein bisschen Pumpe. Jetzt halte ich hier schnell an und lasse den Bus durch, bevor wir nachher weiterfahren. So, hier wird aber der Konvoi starten. Aber heute ist das Wetter so gut, dass man einfach rauffahren kann. Ja, Touristbus. Tourbus West. Ich mache diese Sache. So, los geht's. Da geht's glaube ich ordentlich bergauf. Geben wir ihm gerade ein bisschen. Kommt noch ein Gar. Wir sind so spät dran, dass die jetzt alle schon heimfahren. Wäre jetzt noch schön ruhig für uns, dann hoffentlich, aber ich kann noch heute. Ich sehe uns am Nordkap.
Kilometer sind wir am Nordkap. Wir haben es geschafft. Ja, die Ui. Yeah. Ah, ich habe Tränen in den Augen. Ich kann es gar noch nicht recht glauben. Die Gefühle von nachher rein, wenn ich rausgehe. Oh, yeah. Minus 8 Grad. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Hinten raus ist es noch ein bisschen am Dämmern. Dort sieht man es noch ein bisschen. Roter Himmel. Es kautet wie ein Sau da oben. Und es ist kalt. Aber jetzt gehen wir hier mal rein. Rein an die Wärme. Oh, ist kalt aus. Rein an die Wärme. Ja, gut. Souvenirshop. Ja. Ab in Souvenirshop. Wir müssen Karten haben. Es geht darum Karten für alle. So. Jetzt gibt es Bommelmütze. Die ist ein bisschen klein. die ist super, die muss ich haben. Leg mal deine. Partnerlook. Super. So gut. Noch ein bisschen Hut ausprobieren. Hier noch ein bisschen Messer. Dann noch ein bisschen Handtaschen. Die niemand braucht. Warme Kleidung. Braucht es hier ja auch nicht hier oben. Hier hat es auch noch ein bisschen Kappen. Aber ohne Bommels. Also mal dort jetzt Bommel dran, aber kein Ohrenschutz. Hoi. Haufen Klamotten. Ah, wir sind fleissig am Karten schreiben. Und gehen wir noch zur Kugel und dann gehen wir dann wieder. So, die Karten sind geschrieben, jetzt gehen wir noch zur Kugel. Das muss also auch sein. Das ist kalt und ja. So, zurück im Auto. Es kautet ordentlich hier oben. Jetzt müssen wir zurückfahren auf Honigswag, das ist unser Hotel. Und dann haben wir es dann geschafft für heute. Morgen geht es dann wieder retour Richtung Süden.
die Wärme und auch die Sonne. Genau. Wo hast du gerade sie runtergelassen? Ja. So, das hier ist unsere Unterkunft, hier ist der Eingang. Und wenn man hier reinkommt, haben wir vom Eingang sehr rechts in den Aufenthaltsraum. Haben wir schon schön in Beschlag genommen. Jetzt sind wir gerade schnell einkaufen. Wir wollen heute Nacht hier machen, zwar in dieser Küche hier. Hallo Schatz. Hallo. Genau. Es gibt Teigwaren und Tomatensauce und Cordon Bleu haben wir gefunden. Und ja, hier hat es sich schön gemütlich gemacht. Fernseher, die Waschmaschine, das WC da unten. Das ist eine alte Hütte, aber sie sind noch am Renovieren. Hier ist jetzt noch nicht so viel renoviert. Aber das kommt gut, glaube ich. Der erst gerade angefangen vermieten. Jetzt haben wir hier die Stege auf. Hoppla. So, haben wir hier die Stege auf. Erster Stock hat hier ein paar Zimmer. Vier Stück, also drei glaube ich. Das hier ist irgendeine Absteigung, keine Ahnung was das ist. Putzkammer. Nicht so leicht. Nein. Ja gut. Hier drei Zimmer, hier eins und hier eins, das hier. Nachher geht es hier noch mehr Steigen auf. Steigen auf, juhu, jetzt sieht man nichts. So, da ist wieder Licht. Das Zimmer und das Zimmer. Das ist das Doppelzimmer, das wir gebucht haben. Und das hier ist das Einzelzimmer, hier ist noch nicht renoviert, hat er gesagt, der Besitzer. Das machen sie dann noch. Hier ein bisschen mit Blick hier Richtung Laden über, hier sind wir einkaufen. Dusche und Bad. Hey. Ja, noch nicht ganz so renoviert, aber sie sind dran, haben sie gesagt. Zumindest übernachten reicht es. Und dann hier das Doppelzimmer, hier haben sie schon renoviert. Das sieht man auch schon am Boden an. Sieht eigentlich noch gut aus. Zwei Einzelbetten, hier und hier. Und das Bad. Das Bad sieht schön aus, wenn es da Licht gibt. Hallo? Ah, der Falsch drückt. Jetzt. So. Hoi. WC. Und Dusche. Kann man aber gelten. Sieht schön aus. Da ist ein Hang angelegt, das sieht man. Das ist kein Vergleich zu den anderen Zimmern. Ja. Und wenn es jetzt noch dunkel wäre und hier das Fenster ausschauen da, dann würdest du da vorne das Meer sehen. Das sind vielleicht 300 Meter zum Meer. Aber hier ist Honigswacke, ist halt einfach am Meer. Da hast du überall Meerblick. So. Und ja, mit diesen Worten, also eben heute Nordkap geschafft. Es ist nichts Spezielles in diesem Sinn. Es war halt dunkel gewesen, bis wir angekommen sind. Es zieht sich extrem da rauf. Aber wir haben es geschafft, ohne Konvoi. Und
Morgen fahren wir dann Richtung Alta zurück, wo wir letzte Nacht waren. Aber es geht noch ein Stück weiter. D6 runter durch Norwegen. Ja, und dann fahren wir durch Norwegen zurück. Wieder Richtung Süden langsam. Und auch hoffentlich irgendwann wieder mehr Tageslicht. Also wieso hoffentlich? Ist eigentlich noch cool, wenn irgendwie am 1 schon wieder dunkel ist. Hat irgendwie etwas. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.